Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Sommertarotkartenlegung für das Jahr 2023. Diese Legung ist ab den 21. Juni gültig und ja, ist dann gültig über die nächsten 3 Monate hinweg. Zeit ist fließen, die Energien können durchaus unterschiedlich so vom Zeitpunkt bei euch ankommen. Aber wir schauen mal, lieber Stier, was uns die Karten so verraten, wie dein Sommer verlaufen wird. Ich werde jetzt deine Karten mischen und du kannst mich hier sehr gerne begleiten. Wenn du möchtest, kannst du aber auch schon direkt zu deiner Lesung kommen, denn ich habe unten einen Timestamp hinterlegt, der dich direkt zu deiner Lesung führen wird. Ich arbeite in dieser Legung mit ein paar anderen Decks. Da habe ich einmal hier das Mystic Mondays Tarot, dann das Wandering Star Tarot und das Musentarot. Ja, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Mischen deiner Karten und fangen mit einer ersten allgemeinen Karte an, lieber Stier. Eine Karte für dich. Okay, dann brauchen wir hier 5 Karten von den Mystic Mondays Tarot. Falls du noch weitere Informationen zu meinen Tarotkartenlegungen suchst, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Infovideo von mir. Da kannst du gerne mal reinschauen. Da sind dann halt viele Sachen noch mal beschrieben.
Okay, da wären wir, lieber Stier. Ja, und ich bin schon sehr gespannt. Schauen wir mal, was der Sommer für dich bereithält. Und da haben wir hier die Hohepriesterin, eine sehr starke Wasserkarte. Eine Karte, ja, tatsächlich habe ich die jetzt in den Sommerlegungen öfters gesehen. Und das ist auch naheliegend. Ja, denn es gibt dir die Möglichkeit, lieber Stier, halt auch die Dinge ein bisschen mehr auf dich zukommen zu lassen. Dich ein bisschen treiben lassen, dich in den Fluss des Lebens zu begeben und darin zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird, dass alles schon seine Richtigkeit hat. Ja, Vertrauen zu der Welt, Vertrauen in dich selber, in deine eigenen Entscheidungen und in deine Einschätzungen wird wichtig sein, damit du die Zeit halt wirklich auch genießen kannst. Du hast hier wirklich einen sehr interessanten Zugang zur Spiritualität in diesem Sommer und darfst dich voll und ganz darin fallen lassen, ne? Hingabe zeigen, schauen, wohin das Leben dich führt und dich selber in eine Art abwartende Bereitschaft versetzen, bei der du ganz neugierig und offenherzig schaust, was das Leben für dich bereithält. Ja, die Hohepriesterin ist auch Wasserenergie, das heißt, es geht hier um deine Emotionen, um deine Gefühlswelt, die besonders im Vordergrund in diesem Sommer stehen könnte. Deine Intuition wird ja auch sehr, sehr intensiv sein und du solltest dieser inneren Stimme in dir voll und ganz vertrauen. Ja, interessant. Ja, denn der Sommer beginnt bei dir recht stabil, recht besonnen. In deinem Bewusstsein eine Prinzessin der Scheiben. Du bist ja, die Prinzessin der Scheiben ist ein Erdzeichen und du bist auch ein Erdzeichen. Deswegen könnte es sehr gut sein, dass du selber hier die Prinzessin der Scheiben bist. Vielleicht hast du es aber auch mit einem Menschen zu tun in deinem Leben, über den du sehr viel nachdenkst, der ebenso wie du ein Erdzeichen ist. Ein anderer Stier, Steinbock oder Jungfrau. Oder eine Person, die dir aus anderen Gründen sehr ähnlich ist. Krebs könnte halt eben auch sehr gut sein, zum Beispiel. Andere Sternzeichen sind aber auch möglich, ne? Die Prinzessin der Scheiben ist auf jeden Fall eine sehr ruhige Person. Eine Person, die bescheiden ist, besonnen ist, erst nachdenkt, dann handelt. Eine Person, die auch nicht so vordergründig ist, eher introvertiert, aber auch sehr nachdenklich. Ein Mensch, der gerne Ordnung und Strukturen aufbaut und sich auch oft mit sehr pragmatischen Dingen beschäftigt, ne? Etwas Handwerkliches oder etwas Kunsthandwerkliches ist auch möglich. Oder einfach Ordnungsstrukturen jeglicher Art. Vielleicht, wenn du die Prinzessin der Scheiben bist, lieber Stier, vielleicht machst du gerade auch einen Verjüngungsprozess durch, der dich irgendwie belebt und dich gelassener, flexibler und offener macht. Ist durchaus möglich. Oder eben auch ausgelöst durch diese Person. Auf jeden Fall führt das schon dazu, dass du dich als Person stärker wahrnimmst, dass deine Persönlichkeit mehr Raum einnimmt, ne? Dass es zu einem persönlichen Wachstum kommt und irgendwie veränderst du dich auch auf ganz sanfte Art und Weise in diesem Prozess und auch die Beziehung, das kann sich auch auf diese Beziehung zu dieser Person beziehen, ne? Irgendwie, es findet hier eine Veränderung statt, die auch etwas damit zu tun hat, dass du etwas überrascht bist von deiner Umgebung. Also irgendwie hast du dir das anders vorgestellt. Du hast irgendwie mit etwas anderem gerechnet, mit etwas anderes erwartet von dieser Beziehung oder von dir selbst oder von einem gewissen Projekt, was sich jetzt von der Sache, die jetzt hier aufblüht und sich weiterentwickelt. Es gibt hier einen scheinbaren Neuanfang, der eigentlich auf viel Vorbereitung beruht im Vorfeld, einen Neuanfang, der dich einfach in der Ausprägung, wie er sich vollzieht, einfach überraschen könnte, ne? Also es ist ein bisschen anders, als du erwartest
Und dadurch, dass du jetzt das wahre Wesen dieser Angelegenheit erkennst, die sich gerade weiterentwickelt, erkennst du halt auch ein bisschen dadurch die Realität an, kommst du ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, siehst halt ganz genau, ja, eben, was Sache ist. Ob das jetzt, also es ist in der Regel eher eine positive Auswirkung, ne? Also, aber auch eine positive Auswirkung kann einen überraschen und in seinen Erwartungen enttäuschen, auf eine Art, ne? Enttäuschen klingt immer so, als wäre das was Negatives, es kann sich auch positiv anfühlen, ne? Ich sehe hier tatsächlich mehr diese Verjüngung und diese Befreiung auch dahinter. Irgendwie hat das etwas von so einer Art Erleichterung, jetzt, wo du weißt, womit du es wirklich zu tun hast, oder du weißt jetzt genau, womit du rechnen kannst, weil es ja schon in der Realität da ist. Und das kann auch sich sehr befreiend anfühlen. Die Wochen danach oder die Zeit danach sehe ich hier 7 der Schwerter, 7 der Stäbe. Sehe ich eigentlich, dass du hier über eine Sache sehr viel nachdenkst und versuchst, mentale Klarheit zu gewinnen und Ruhe zu walten zu lassen. Du möchtest in Bezug auf eine Sache auch irgendwie eine faire Entscheidung treffen, ein objektives Urteil fällen, Objektivität bewahren, Klarheit und Transparenz besitzen. Ja, du. Hier sehe ich auch irgendwie faire Absprachen, Kompromisse, die du finden kannst, Besprechungen, viele Besprechungen, vielleicht sogar auch was Gerichtliches, ne? Oder was Wissenschaftliches, womit du dich auseinandersetzt. Ich sehe hier viele Diskussionen. Man muss hier irgendwie sich einig werden. Man muss irgendwie einen Kompromiss finden oder auf seine Kommunikation achten. Du bist hier auch bereit, dich voll ins Zeug zu setzen für diese Sache, aber dein Herz ist irgendwie nicht mit dabei. Dein Herz dein Herz hat irgendwie das Gefühl, das klappt alles nicht richtig, ist unzufrieden mit der Entwicklung. Es kann jetzt verschiedene Gründe haben. Vielleicht, denk daran, deine Intuition ist wahnsinnig ausgeprägt. Vielleicht erkennst du in einer dieser Diskussionen den Haken an der Geschichte und kannst ihn aber gar nicht richtig benennen, kannst gar nicht richtig sagen, okay, das liegt da und da dran, sondern es wird vielmehr so sein, dass du es spürst und dass du dir das nicht richtig erklären kannst. Ja, eine Lüge könnte tatsächlich im Raum stehen von einer Person, ne? Also hier gibt es auch viele tolle Kommunikationen, viele ehrliche Themen, aber da gibt es auch etwas, was etwas undurchsichtig ist tatsächlich. Und was dann, wenn du dir das nicht richtig anschaust, wenn du das nicht herausfindest, einfach bei dir auch zu einer gewissen Frustration führen kann, ne? Es kann auch sein, in manchen Fällen, dass du in irgendeiner Hinsicht dazu neigst, dir eine Angelegenheit schöner zu reden, als sie ist. Eine Angelegenheit, wo man einen Kompromiss gefunden hat. Ja, vielleicht solltest du so ein bisschen aufpassen, wie viele Kompromisse du bereit bist einzugehen. Und vielleicht wirst du hier so ein bisschen übervorteilt. Boah, wir schauen. Ich glaube, es ist mehr eine berufliche Angelegenheit. Kann natürlich aber auch irgendwie natürlich in der Familie eine wichtige Rolle spielen. Du wirst herausfinden, um was es hier geht. Du wirst herausfinden, um was es hier geht. Und ja, ehrlich gesagt, lieber Stier,
Ist das etwas, was deinen Missmut erzeugen wird, was du hier herausfindest? Ja, die Hohepriesterin ist manchmal auch ein Geheimnis, das sich lüftet. Irgendwas wirst du hier herausfinden und es wird dir etwas klar werden. Du bist auch sehr eifrig dabei, dies zu tun. Aber es ist, wird etwas sein, was so dein Unbehagen auslöst, tatsächlich. Aber das Gute ist, du wirst hier eine, also du wirst erstmal herausfinden, um was es hier geht. Und dann wirst du auch ziemlich schnell eine Lösung parat haben. Und es wird ja auch, ich sehe hier viel, also du wirst jetzt auch feststellen, mit welchen Menschen du wirklich gut harmonisierst, ne? Auf welche Menschen du dich verlassen kannst und wirst hier eine sehr starke Allianz, eine Front bilden, könnte man mal sagen, ja, zu einer anderen Gruppe. Aber innerhalb dieser Gruppe, ja, das ist eigentlich wirklich hier eine sehr perfekte Lösung, die dir sehr viel Hoffnung schenkt, die dir sehr viel Mut schenkt und auch wieder das Vertrauen zu dir selbst, ja, eben wiederherstellt. Ich sehe hier auch hervorragende Organisationsstrukturen, die du hier einführen könntest. Eine sehr tolle Management-Strategie, Lösung für ein Problem. Du wirst dazu in der Lage sein, wenn du das möchtest. Trotz dieser Zweifel und trotz dieses Stockens deinerseits wirst du hier alles unter einen Hut bekommen und deiner Verantwortung gerecht werden und eine Lösung finden, mit der du mehr als zufrieden sein wirst. Das verschafft dir dann wieder neue Motivation und vor allem auch neue Ziele. Einen neuen Wunsch, ein neues Begehren, ein neues Verlangen. Vielleicht auch eine neue Leidenschaft. Ja, irgendwas fängt hier auf jeden Fall neu an in Bezug auf deine Karriere oder dein Privatleben, woraus du dich dann halt aus diesem Missmut befreien wirst, dauerhaft gesehen. Wow. Das ist hier eine überaus wichtige Phase in deinem Leben, lieber Stier. Drei große Arkane, ne? Der Teufel, der Wagen und der Einsiedler, der Eremit. Schwierige, aber interessante Energie. Ja, ich glaube, bei dieser Energie nimmst du, also ich glaube, in dieser Phase, in dieser Zeit, wirst du dich sehr, sehr ernsthaft reflektieren und mit dir selbst auseinandersetzen. Und das wird aber bei dir einiges bewirken. Ein großer Schub nach vorne, ein großer Sprung in deiner Karriere, ein großer Schritt in Richtung Zukunft. Und ein großes Heilungspotenzial, ne? Ich denke, du wirst dich hier sehr stark zurückziehen aus den Weltgeschehen. Vielleicht hast du hier Urlaub oder nimmst dir so ein bisschen Urlaub, ne? Also gönnst dir ein wenig Auszeit. Vielleicht reicht dir auch schon ein Wochenende oder so, ne? Auf jeden Fall suchst du in dieser Phase die Einsamkeit, weil du hier etwas, über etwas ganz Wichtiges nachdenkst. Du suchst hier die Stille, ziehst dich ein wenig zurück. Der Teufel. Du denkst über den Teufel nach, er ist in deinem Bewusstsein. Der Teufel ist die Energie in unseren Innersten, unser Begehren, unser Wille, unser Wunsch. Unsere Bedürfnisse, die tief aus unserer Schattenseite herauskommt, ja. Und irgendwann haben wir diese Verlangen, ne, diese Art der Verlangen, die da schlummern, irgendwann haben wir sie aus einem Grund in den Schatten verbannt, weil wir diese Verlangen als ja, so bewertet haben, dass sie in den Schatten gehören. Aber vielleicht ist diese Bewertung auch falsch, ne? Vielleicht haben wir da eine falsche Einstellung zu unseren eigenen Begehren. Das Problem ist, wenn die Sachen im Schatten sind, können sie so vor sich hin gären. Man sieht sie nicht, man erkennt sie nicht, man will sie auch nicht erkennen
Und diese Gefühle, diese Bedürfnisse können eigentlich tun, was sie wollen und können uns dann halt auch manchmal hinterrücks überraschen. Dann sind wir mit unserer Schattenseite konfrontiert. Und dann führt das eben alles zu toxischen Verhaltensmustern, zu destruktiven, teilweise selbstverletzenden Verhalten, teilweise verletzend gegenüber anderen. Und wir sind teilweise ja auch erschrocken über uns selbst darüber. Aber der Grund liegt darin, weil wir diese Seite an uns oder was auch dahinter steckt an Bedürfnissen nicht erkennen wollten. Und mit ein bisschen Pech können diese Strukturen, und eigentlich passiert sowas ja auch ständig in unser aller Leben, zu einer Gewohnheit werden, ne? Und zu einem stetigen Kanal, wodurch wir auch immer unserer eigenen Schattenseite davonlaufen können. Ich sehe hier, dass du ein Stück weit dich mit deiner Schattenseite konfrontieren möchtest und vor allem mit den Umständen in deinem Leben, die dich binden, ne? Die eben dieses toxische Verhalten zu einer Gewohnheit gemacht haben, zu einer Normalität, ne? An welchen Stellen bist du gebunden und an welchen Stellen musst du dich befreien, um deiner Schattenseite überhaupt begegnen zu können, ne? Weil natürlich diese Verhaltensweisen wollen auch wieder uns darüber hinwegtäuschen. Du bist hier wirklich am Kramen in deiner Seele, in deiner Schattenseite, konfrontierst dich damit. Und vielleicht verbirgt sich da ja auch der ein oder andere Schatz, ne? Also vielleicht hast du einmal aus falschen Gründen eine Facette von dir in den Schatten verbannt, die unheimlich wertvoll für deine Persönlichkeit ist, die eigentlich eine gute Eigenschaft ist, die du nur falsch bewertet hast. Und ich bin persönlich davon eigentlich überzeugt, dass alles, was wir in unseren Schatten verbannt wird, wir auch eigentlich auf eine Art positiv kanalisieren könnten, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Ich sehe diese Auseinandersetzung damit, ne? Wenn man diese Energien freilässt, wenn man sie positiv kanalisiert, können sie sehr viel Ehrgeiz und Lebensfreude bewirken. Dauerhaft gesehen. Aber du bist hier erst in einer Vorbereitungszeit auf einen großen Schritt nach vorne. Du fragst dich halt, du denkst im Moment viel darüber nach. Welche toxischen Verbindungen es in deinem Leben gibt. Und das ist natürlich der erste Schritt, die erste Einsicht, um sich von dieser Toxizität in deinem Leben zu verabschieden. Aber so weit bist du noch nicht, aber perspektivisch sehe ich das hier deutlich auf dich zukommen. Ja, die Hohepriesterin, ne? Sehr, sehr spannende Energie. Man ist hier einem Geheimnis auf der Spur, ne? Du ahnst es wahrscheinlich auch schon jetzt und deine Ahnung wird noch intensiver. Das ist hier wirklich eine sehr spannende Phase für dich, lieber Stier. Und wohin führt das? Wohin führt das? Wow, wow. Also, das Ende des Sommers wird bombastisch für dich, lieber Stier. Neue berufliche Chancen, neue Möglichkeiten, emotionale Stabilität zu erfahren, neue Möglichkeiten, Geld, neue finanzielle Quellen zu erschließen, ganz viele neue berufliche Ideen, die dir durch den Kopf schwirren und dabei die Sonne. Das Gefühl bei dir, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, ne? Der Gewinner des Spiels des Lebens zu sein. Sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Erkenntnis, ne? Du hast Licht ins Dunkel gebracht, ne? Du hast dich hier erfolgreich, ich sehe hier dich sehr erfolgreich mit den Teufel ringen, wenn man das so sagen kann. Und du wirst dann schnell, ja, einfach doch sehr viel Erkenntnisse davon bekommen. Klarheit, Transparenz. Das Geheimnis lüftet sich spätestens hier, ne? Denn dort, wo die Sonne ist,
scheint, ist überall Licht, ne? Also, da gibt es dann keinen Schatten mehr. Weil die Sonne halt überall Licht reinbringt. Es ist ja nur ein metaphorisches Bild. Aber hier wirst du wirklich auch sehr glücklich sein mit dir, sehr zufrieden und sehr stolz auf dich. Und das ist eine interessante Reise hier, ne? Weil ich hatte doch am Anfang hier gesagt, am Anfang vom Sommer, ach nee, das war bei einem anderen Sternzeichen. Bei wem war das denn? Bei Krebs, glaube ich. Oder Steinbock. Naja, sei es drum. Es ist hier auf jeden Fall so, dass du eben hier sehr, sehr stolz auf dich sein wirst. Auf deine Entwicklung, auf deine Entscheidungen, auf deine neuen Möglichkeiten. Und diese neuen Möglichkeiten, lieber Stier, die schenken dir so viel Optimismus, so viel Lebensfreude, so viel Perspektive, Hoffnung auf deine Zukunft. Nach außen wirst du wie der Herrscher wirken, ne? Also du wirst nach außen wirken, als hättest du, weil es auch der Fall ist, als hättest du alles im Griff, ne? Als wärst du hier in einer unheimlich, du bist in einer unheimlich stabilen Situation und das strahlst du auch aus. Du übernimmst Verantwortung über dein Leben. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind. Du weißt, was du dir zutrauen kannst. Und du bist bereit, dich selber noch ein Stück in Sachen Verantwortung übernehmen, noch ein bisschen weiter herauszufordern. Denn du traust es dir jetzt zu. Du hast hier wirklich sehr viel Macht, sehr viel Möglichkeiten, mehr Macht zu erreichen, sehr viel Eigenermächtigung, Selbstständigkeit, ne? Weil du einfach weißt, wer du bist und was du möchtest. Es ist ein klarer Vorteil. Also dieses Ende des Sommers, das wird dir sehr, sehr gut tun. Ja, interessanterweise haben wir wenig Hofkarten hier, ne? Eigentlich nur diese Prinzessin der Scheiben, die auch du sein könntest. Ich weiß nicht, es ist, finde ich, etwas unwahrscheinlich, dass du in diesem Sommer eine neue Liebe findest, wenn du sie nicht schon gefunden hast. Ne? Vielleicht hast du hier schon eine Liebe gefunden. Falls du eine neue Liebe findest, wird sie am Anfang gar nicht so präsent sein. Auch deine bestehende Beziehung ist in diesem Sommer gar nicht so vordergründig für dich, sondern ich sehe hier doch mehr dieses persönliche Wachsen, ne? Für dich sehr, sehr wichtig. Aber natürlich kann man auch mit einer besonderen Person auch zusammenwachsen. Und dann muss diese Person hier gar nicht explizit vorkommen, weil sie halt ganz selbstverständlich an deiner Seite steht. Das ist hier durchaus auch möglich. Zum Ende des Sommers wirst du hier wirklich viel, viel erreichen können, was du dir vorgenommen hast und dich, ja. Und du wirst feststellen, dass du dein Leben nach deinen eigenen Regeln führen kannst. Dass es in deiner Macht steht. Dass du dazu in der Lage bist. Und ja, wie viel, das wird dir sehr viel Perspektive schenken. Sehr viel neue Möglichkeiten, lieber Stier. Was sagt das Mondorakel zu deiner Situation? Nimm dir Zeit zum Ausatmen. Das ist hier diese Zeit vor allem, ne? Weil die ist so sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Genieße diesen Sommer, lieber Stier. Lass es dir wirklich gut gehen, denn bald kommt sehr, sehr viel Arbeit auf dich zu, was dich auch wiederum sehr glücklich machen wird, klar. Aber die großen Herausforderungen stehen dann noch an und du brauchst diesen Sommer Zeit, um diese Energie aufzutanken. Nimm die Zeit zum Ausatmen und dich hier halt auch mit dir selbst auseinanderzusetzen. Das ist manchmal, ja, einfach viel, viel wichtiger. Damit du weißt, wer du hier bist, ne? Damit du weißt, was du tust. Und damit hier kannst du alles erreichen. Ja, lieber Stier, ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer mit wunderschönen Erfahrungen, dass diese Energien sehr positiv bei dir ankommen werden. Und du viel aus diesen Energien machen wirst. Von Herzen alles Gute. Ja, und bis bald mal wieder.
Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.